Leute, was geht? Da ihr es beim letzten Video so krass gefeiert habt, dass ich so ausgerastet bin, habe ich mir das ganze Video nochmal angeschaut und mir ist aufgefallen, ich habe komplett geraged. Die waren nicht besser. Ich schwör, das hat mich gerade so sauer gemacht. Deswegen machen wir heute eine Try Not to Rage Challenge. Wird auf jeden Fall sehr schwierig, weil Fortnite macht mich sehr aggressiv. Wie ihr rechts oben sehen könnt, ich habe 14.400 V-Bucks. Ich muss die loswerden. Mir gefällt nichts im Shop. Deswegen gebt euch mal diese Skins so. Mir gefallen die nicht, falls die euch gefallen so. Okay, das ist der einzige, der mir gefällt, aber den habe ich halt schon. So, dann lasst einfach ein Like da, kommentiert euren Epic Games Namen und lasst ein Abo da, weil hier kommen jeden Tag Fortnite Videos und dann werde ich euch vielleicht, wenn ihr Glück habt, adden und dann zocken wir eine Runde und ich schenke euch einen Skin und dann seid ihr alle glücklich. Und jetzt viel Spaß mit der ersten Runde. Ich werde wirklich versuchen, ruhig zu bleiben und einfach nicht auszurasten. Junge, ich bin auch noch müde. Also das ist heute gar keine gute Kombination. Eigentlich voll dumm, dass ich jetzt das Video aufnehme, weil wenn ich müde bin, ihr kennt es doch. Wenn ihr Schlafmangel habt, habt ihr noch mehr Aggression. Es fängt jetzt schon an, wenn ich nicht diese Waffe bekomme. Ja, wolltest du meine Waffe, hä? Ja. Einfach besser. Du kannst so oft schießen, wie du willst. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich lauf dahin wie so ein blinder Fisch. Hallo, was mach ich denn? Meine Güte, fängt ja schon mal gut an. Wieso landet hier niemand? Nee. Nein! Junge, es landet ein No-Skin da. Er landet bei derselben Küste wie ich und er gibt mir... Oh Mann, ey, Junge, jetzt muss ich, weißt du, das Schlimme ist nicht mal, dass er mich holt. Das Schlimme ist jetzt, dass ich wieder 2-3 Minuten warten muss, weil einfach niemand mehr dieses Rotzspiel spielt, Mann, Alter. Fortnite ist so eine Hassliebe geworden. So, wir sind jetzt in der dritten Runde. Ich habe mehr gewartet, als dass ich gespielt habe. Und das triggert mich aus der Hölle. Ich schwöre, Arena ist so unspielbar um 0 Uhr geworden. Ist mir egal, was sich meine Nachbarn jetzt gleich denken werden. Aber wenn ich jetzt direkt am Anfang sterbe, ist eigentlich schon wieder dumm, dass ich Slurpee gelandet bin, weil irgendeiner hat sich bei Epic Games in der Etage gedacht, yo, Digga, lass mal einfach halb Slurpee abreißen. Kommt bestimmt richtig nice so. Dann gibt's hier weniger Loot. Echt cool, Mann. Und wo soll ich jetzt meine Waffen und Kisten finden? Bruder. Nein. Wehe, der findet eine Waffe vor mir. Komm, schnell, lauf, Travis Scott. Bitte eine anständige Waffe. Ja, diese gut. Auf jeden Fall so, wenn ich jetzt wieder sterbe, ohne mindestens 2-3 Kills zu machen und halbwegs ins Endgame zu kommen, drehe ich durch, weil ich habe keine Lust, wieder so lange zu warten. Wow, ich habe wirklich, drei Runden habe ich gestartet. Von wo? Hallo? Was ist das? Was? Was ist das denn? Ich bleib ruhig. Ich habe gesagt, ich werde nicht ragen. Der Ausraster wird heute nicht kommen. Es reicht. Es ist alles gut, Sibi. So, du musst jetzt nur wieder 3 Minuten warten, bis... Jungs, wisst ihr, was hilft bei Ragen? So, wenn ihr einfach auch so einer seid, der richtig ausrastet und eure Eltern euch schon sagen, wenn du noch einmal scheißt, Tobias, dann mache ich dir die Playstation aus. Glaubt mir, ihr müsst einfach nur ganz tief einatmen und aus dem Mund wieder aus. Dann beruhigt ihr euch. Wisst ihr, bevor ihr ausrastet, einfach ein paar Atemübungen machen und dann kommt ihr auch runter. Also deswegen immer schön ganz gechillt bleiben und ich brauche jetzt hier eine gescheite Waffe. Ja, er ist der Beste, Mann! Was für? Wie, Digga? Er macht so! So spielt er, so, Mann. Wie soll ich dieses Spiel noch spielen, ohne auszurasten? Du kommst in eine Runde, zack. Du kommst in die nächste Runde, zack. Du kommst in die andere Runde, er schiebt die ganze Faust in dein Göttloch. Jungs, wisst ihr, was das Traurigste ist? Wenn ich das jetzt sage, ich glaube noch keinem von euch ist es aufgefallen, aber ein random Fact zu dem Video. Ich habe einfach weniger Kills gemacht, als dass ich Runden gezockt habe. Ich habe mehr Runden gespielt, als dass ich Kills in diesem Video gemacht habe. Junge, aber egal, jetzt ich hol den in der Luft. Ja, wahrscheinlich hole ich den, oder? Junge, Mann, egal, jetzt kommt beste Runde. Mein Kill. Ja, komm. Ja. Ah. Ja, der dachte auch, er kann mich anzünden. Von wo? Du dreckiger Dan.
Von hinten, Mann, von hinten. Wie eine Kleine, die für Geld... Ich will nie mehr. Ich will nie mehr dieses Spiel spielen. Ich will nicht mehr. Nein, ich will nicht mehr. Das ist so peinlich, Alter. Wahrscheinlich lade ich das auch noch hoch, Junge. Das ist, Digga, ich mach noch eine einzige Runde. Wenn die nicht krass wird, so, dann Ragequit einfach. Dann, ich hör wieder auf. Dann wieder einen Monat kein Fortnite. Dann kommt wieder Statement, wo ich sag, ja, Leute, wir das und das. Und dann am Ende spiele ich eh wieder dieses Dreckspiel, weil ich eh komplette Hassliebe hab. Und dann kribbelt's in meinen Fingern. Kennt ihr das so? Ihr wollt eigentlich nicht. Ihr wollt euch eigentlich nicht mit dieser Chaya treffen, aber euer Yaru sagt so, doch, Bruder, du musst machen. Und dann macht ihr es trotzdem und dann im Nachhinein denkt ihr so, nein, Bruder, das war unnötig. Und genauso ist es bei mir mit Fortnite. Genau dasselbe, 1:1. Ich habe gerade zum allerersten Mal eine Runde direkt gefunden. Ja, das ist ein sehr gutes Zeichen, Freunde. Bisher, ich musste immer so 3-2 Minuten warten, aber jetzt direkt eine Runde gefunden. Fortnite meint's gut mit mir. Jungs, jetzt mit Ansage, glaubt mir, was ist Anfangsstadt? Believer Beach, okay. Jetzt werde ich endlich guten Loot haben. Vielleicht mal eine Pump so am Anfang und eine AR, dass ich vielleicht ein bisschen was damit anfangen kann. Und jetzt, vertraut mir, Leute, jetzt kommt der Win. Junge, kleine Latex-Kachi, wer spielt überhaupt so einen Skin? Ja! Ja, du Dreckiger. Junge, ich schwöre, wer eigentlich um die Uhrzeit noch Arena spielt. Ha! Kann gar kein Leben haben. Ich spiel selber. Bam, bam, bam! Er stirbt doch endlich, hallo. Ah, er hat eine P90. Okay, ich hab verstanden. Lass mich wenigstens diese Minis aufheben. Ich hab... Sie sind geistig behindert. Okay, ich glaube, ich habe mich beruhigt. Dämonen sind gerade kurz raus aus meinem Körper. Ich glaube, das war der krankeste Rage, den ich jemals hatte. Ich muss mich wirklich beruhigen. Also, ich darf nie wieder Fortnite spielen, wenn ich übermüdet bin. Aber egal, wir machen jetzt die letzte Runde. Ich versuche mich wirklich zu konzentrieren und einen Win zu holen. Wird zwar schwierig, aber vielleicht bekommen wir es hin. Oh, jetzt bekomme ich endlich die guten Waffen, die ich brauche. P90 ist so OP. Schreibt mal eine 1 in die Kommentare, wenn ihr eine P90 mehr OP findet. Oder eine 2 für eine Scar. Aber ich würde schon sagen, dass eine P90 mehr OP ist. Oh, jetzt hat er mich geboxt. Aber ich habe halt eine P90. Ich hätte die nicht geholt, hätte ich keine P90 gehabt. Gebe ich euch offen und ehrlich zu. Ja? Okay, nein? Schade. Ja? Wieder ein paar Hits reingegangen? Was denn mit dem? Warum bist du so sauer auf mich? Okay, wir haben beide uns einen fetten Hit gegeben. Aber ich bin besser, Mann, Junge, weil ich mit der Situation besser umgehen kann. Let's go, wichtiger Kill, Mann. Zack. Okay, komm, Junge. Was machst du? Alles klar, Digga. Jo, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Never mind, das überlebe ich nie. Junge, er hat einen Spaß. Junge, er hat sogar Crack in seinem Namen. Mann, wie kann er denn so krass sein? Sag mir das mal. Wie soll ich denn hier eine Runde gewinnen? Bei so wenig Arena-Punkten kommen schon die größten Crackheads, Mann. Egal, alle guten Dinge sind 20, deswegen mache ich noch eine allerletzte Runde. Okay, das ist jetzt wirklich die letzte Runde. Ich brauche diese Pump. Weh, einer klaut sie mir, ja. Das ist dein Tod. Ha. Was passiert, wenn du versuchst, meine Pump zu klauen? Er hat hier jetzt einen Kill geholt. Ist er nach oben oder nach unten? Okay, nach unten. Unter der Treppe.
Ah, Junge, ich hab Feind. Oh, Junge, Junge, Junge. Oh, ich hasse diesen Stuhl hier. Jedes Mal, wenn du da diese Kiste holen willst, ich glaube, das war schon bei jedem von euch mal. Ja, ja, er ist es. Ja, du bist es. Oh, Junge, so ein 154er Nackenschelle, Mann. Ja, Alter, ich habe diese lila de Pump verdient. Und daraus mache ich mir den Spaß, falls es geht. War ein kleiner Spaß. Ja, du kleiner Venom. Wieso trifft er denn alles? Woher hat er die P90? Oh mein Gott! Ja, Junge! Ich war nie weg! Ich schwöre, ich war nie weg. Ich hab die alle hochgenommen. Ja, Selemi. Ihr wurdet alle von mir hier gerade therapiert. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe, aber ich habe überlebt. Junge, wir sind beide nach unten geflogen. Ich dachte, jetzt ist schon vorbei in meinem Kopf. Ich war schon bereit für Feierabend, für Abmoderation. Ach so, es geht noch weiter. Gib mir kurz ein Biggie, dann machen wir weiter. Ich habe auf jeden Fall noch Bock. So ist nicht. Oh, Venom. Nein, Mann, er hat noch 42 HP. Oh, aber egal, wenigstens konnte ich noch in der letzten Runde bisschen mein Können unter Beweis stellen, weil wenn Leute das Video oder mich zum ersten Mal Fortnite spielen gesehen hätten und jetzt würden die sich denken, ich bin komplett schlecht. Aber ja, auf jeden Fall, es ist noch Luft nach oben. Ich habe länger nicht mehr gezockt. Ich habe aber wieder Bock zu suchten, wie man merkt. Ich würde sagen, weil es meine Nerven nicht mitmachen, ihr müsst schon ordentlich den Like-Button geben. Deswegen, ich würde sagen, wir machen einfach auf chillig. Auf chillig, bei 5000 Likes kommt die nächste Try Not to Rage-Folge. So, wir sehen uns morgen bei dem neuen Fortnite-Video und vergiss nicht, ein Like und ein Abo dazulassen. Und tschüss.